Auf geht's, dein neues Leben wartet. Reicht dir ein City-Transporter? Oder brauchst du den großen 7,5-Tonner? Ab in die Zukunft, zum Discounterpreis. Gipfeltreffen in der Futsal-Regionalliga Nord. Es ist das Duell 1 gegen 2. Der FC Fortis ist zu Gast beim Liga-Primus bei den HSV Panthers. Wir steigen ein in die Partie. Die HSV Panthers in den weißen Trikots von links nach rechts. Und sie erwischen auch mit der ersten guten Chance gleich das erste Tor. Marcel Rodriguez in der vierten Minute mit dem 1:0. Die Panthers bislang in der Liga noch komplett ungeschlagen. Der Start ist zumindest vielversprechend. Aber der FC Fortis schien davon relativ unbeeindruckt. Das ist Christopher Sven Marz. Und was für eine Kiste, was für eine freche Kiste zum 1:1 Ausgleichstreffer. Die postwendende Antwort. Und Marz gegen Ceylani, Ehre genommen. Und nur 5 Minuten später, das ist ein langer Ball auf Ilias Afsin. Und der erzielt die Führung für den FC Fortis. Sie drehen das Spiel nach zunächst Rückstand und nach 9 Minuten führen sie mit 2:1. Der beste Angriff der Liga hatte also eine Aufgabe und die nahm er richtig gut an. Marcel Rodriguez 2:2, Minute Nummer 10. Marz hat noch Pech auf der Linie, dass er den nicht rauskriegt. Somit steht es 2:2 zur Pause. Und alles das, was in Durchgang 1 noch ziemlich ausgeglichen daherkam, kippte in Durchgang 2 deutlich in Richtung Panthers. 21. Minute, Daniel Suntic mit dem 3:2. Schön zurückgelegt und dann überlegt. Abgeschlossen. 31. Minute, das ist Michael Meyer und dann fällt das 4:2. Proteste gab es vom FC Fortis bezüglich eines Handspiels von Mohamed Labiat, das wollen wir uns nochmal etwas genauer anschauen. Und zwar geht zwar der Arm nach oben, aber am Ende ist es die Brust, die den Kontakt am Ball hat. Deshalb dieser Treffer regelkonform 4:2. Das Spiel ging jetzt in eine ganz eindeutige Richtung, nämlich Richtung HSV. Und auch Michael Meyer eben noch die indirekte Vorlage gegeben mit einem Treffer zum 5:2. 4 Minuten vor dem Ende. Die Panthers gewinnen mit 5:2 und bleiben damit weiterhin auf dem ersten Tabellenplatz, erreichen 46 von 48 möglichen Punkten. Für Fortis ist es die vierte Niederlage in der Saison. Das ist ein gutes Spiel, also auf beiden Seiten, gerade gegen die Panthers so mitzuhalten und auch teilweise wirklich die besseren Chancen zu haben. Ist ärgerlich, dass es nachher so ausgeht. 5:2 ist ein bisschen zu hoch. Aber wir können darauf aufbauen und können gut gewappnet zu den deutschen Meisterschaften fahren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.